Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen auf dem Zandidos Fishing Channel. Heute nehme ich euch mal wieder mit ans Wasser. Ihr seht es im Hintergrund, ich bin am Kanal und zwar ist das heutige Thema Vertikalangeln am Kanal. Jeder hat es wahrscheinlich schon mal gemacht. Man geht so ein paar Meter an der Spundwand lang, zupft den Köder ein bisschen dran lang und hofft, dass man irgendwie einen Biss bekommt, weil es gerade in der Mitte nicht läuft oder weil sie auch im Freiwasser nicht jagen. Ganz explizites Problem, was wir öfter alle mal haben. In den letzten Jahren habe ich das ein bisschen perfektioniert und eigentlich jetzt fast bei jeder Tour einen Fisch gefangen. Bedeutet automatisch, irgendwas ist ja da dran, dass man was falsch machen kann am Buntbandangeln und was nicht. Deshalb bleibt dabei, ich nehme euch mal mit und zeige euch den einen oder anderen Trick, wie man hier vorgeht und dass man auf jeden Fall eine richtig geile Option hat, hier noch einen Fisch zu bekommen. In diesem Sinne, ich tackle jetzt mal auf und wir sehen uns gleich. Starten wir mit dem Gerät. Und zwar angle ich hier eine ganz normale Vertikalroute, die ich auch im Boot benutze. 10 bis 40 Gramm und eine Baitcaster dran. Muss man nicht unbedingt haben, weil im Kanal hat man meistens immer die gleiche Tiefe. Bedeutet automatisch, der große Vorteil einer Baitcaster ist, das flexible Abrollen von Schnur und Aufkurbeln von Schnur ist hier jetzt gar nicht so entscheidend. Die paar Zentimeter kann man auch mit einer stationären überbrücken. Was automatisch bedeutet, kriegt ihr in der Mitte und beim normalen Jiggen keine Bisse, ist eure normale Jig-Route dafür genauso geeignet. So, nächstes Thema. Köderfarbe und Trübung des Kanals. In der Woche ist es oft so, dass reichlich Schiffe hier durchfahren und das Wasser entsprechend angetrübt ist. Am Wochenende liegen die Schiffe oft am Pier und an der Spundwand und fahren gar nicht. Das heißt, am Wochenende ist es in der Regel im Sommer immer an etwas klarer, was sich dann natürlich auf natürlichere Farben beschränkt. Wenn wir jetzt angeln und ihr guckt euch hinter mir diesen trüben Kanal an, wir haben so ein bisschen Sonne, die schlugte immer mal oben durch die Wolken durch, dann ist es natürlich jetzt so, dass die UV-Farben Bombe sind. Der Fisch hat ungefähr 3 Meter Wassertiefe hier. Bei trübem Wasser kommt das UV-Licht natürlich durch die Wolken super durch und reflektiert es vom Köder und der Zander kann das UV-Licht wahrnehmen. Haben wir denn eine geschlossene Wolkendecke oder vielleicht so eine trübe Suppe am Himmel, dass auch UV-Strahlen gar nicht wirklich durchkommen, dann haben wir natürlich automatisch unter Wasser auch weniger UV und wir haben das Problem, dass wir dann zwar grelle Köder nehmen können, damit der Fisch den Köder erkennt, aber keine UV-Farben. Weil wenn keine UV-Strahlung da ist oder geminderte UV-Strahlung da ist, benötigt man natürlich auch keine UV-Köder. Das würde die Zander eher irritieren als zum Biss verleiten. Kommen wir zum entscheidenden Thema. Fische an der Spundband vorhanden oder nicht? Folgende Theorie hat sich in den letzten Jahren bei mir bestätigt. Natürlich fängt man zu der richtigen Zeit im Kanal immer Fische, sobald sie auf die Jagd sind. Das heißt, man kann sie durchjiggen, man kann im Freiwasser mit einem Wobbler oder mit einem Spinnerbait sicherlich einen dicken Barsch oder auch einen Zander fangen. Was jedoch immer das Problem ist, was ist die richtige Zeit für das Spundwandangeln? Und zwar ist die Spundwand eigentlich immer hier am effektivsten, wenn die Fische nicht jagen. Bedeutet,
Die Spundwand ist für kleine Zander und Barsche oft auch ein kleiner Anstand oder Unterstand, wo sich die Fische einfach ausruhen oder teilweise auch ablegen. Wenn wir jetzt mit unserer kleinen Jig da dran langzupfen, müssen wir sie auf jeden Fall so beschäftigen, dass sie sich zu einem Biss überreden lassen. Was nicht immer ganz leicht ist, aber da muss man halt die Farbe und das Laufverhalten richtig treffen. Das Entscheidende hier dran ist doch, beißen die Fische im Kanal nicht beim Jiggen oder beim Faulenzen oder auch beim Durchleiern. Genau das ist der richtige Zeitpunkt, um an der Spundwand dran lang zu zupfen. Weil vermutlich sind sie passiv unterwegs und stellen sich irgendwo ein und wollen gar nicht jagen. Das ist das entscheidende Thema. Bedeutet automatisch, Zander, Barsch sind eher in den Nachmittags- und Abendstunden dann auf der Jagd. Bedeutet automatisch, hat man morgens ein paar Stunden frei, vielleicht vor der Arbeit und hat Urlaub, ist die richtige Zeit für das Spundwandabgehen eigentlich der Vormittag. Denn hier sind die Fische passiv, jagen noch nicht und man kann sie vielleicht überreden. In den letzten Tagen hatte ich ab und zu mal einen kleinen Zander. Ich weiß, dass auch Barsche da sind, die eigentlich auch, wenn sie nicht jagen, theoretisch die Spundwand bevölkern. Von daher nehme ich euch jetzt einfach mal mit. Ich habe eine GoPro mit. Ich hoffe, dass wir vielleicht einen Live-Biss bekommen. Das wäre natürlich das Geilste. Und dann kriegt ihr gleich von mir ein paar andere Tipps noch, wie ich hier aktuell vorgehe. Drückt mir die Daumen und ich hoffe, wir haben gleich was Schönes auf der GoPro. Nach so ein paar Minuten pfeffert ihr einen 41er Barsch vertikal an der Spundwand auf diesen kleinen Köder. Ein besseres Beispiel gibt es natürlich nicht, um das euch einmal vernünftig zu zeigen, dass das funktioniert. Richtig geil. Wunderbar. Schöner Einschlag, schönes Tock, geiler Anschlag mit der Rute. Hat wunderbar geklappt. Der Haken saß perfekt. Und nach einer kurzen Flucht über 3-4 Meter, die wir hier natürlich im Kanal haben, hatte ich den Fisch natürlich relativ schnell in meinem gummierten Kescher. Richtig geil, richtig geil. Yes! Gut, dass das so schön klappt. So, Thema Route nochmal. Man kann sicherlich mit der Ultralight-Route hier aufgrund von 8,5 Gramm Jigkopfgewicht arbeiten. Ich habe jedoch die Erfahrungen gebracht, da im Kanal bei uns hier auch relativ viele Zander unterwegs sind. Und zwar auch, wenn nur 3 Meter Schnur draußen sind oder 5 Meter Schnur draußen sind aufgrund der Wassertiefe, muss man natürlich den Anhieb entsprechend setzen. Für Barsche ist natürlich, wenn man nur von Barschen ausgeht, eine Ultraleichtroute mit einer schönen weichen Spitze noch ausreichend, weil das Maul relativ weich ist. Die Zander haben allerdings harte Mäuler und wenn man dann mit einer Ultraleichtroute anschlägt, könnte man ein Problem haben, dass man den Anschlag gar nicht durchkriegt und zwar schöne Bisse bekommt, aber den Fisch nicht an Land. Darum habe ich jetzt mal eine Vertikalroute genommen hier, die eigentlich für das Bootsangeln ausgelegt ist. Das ist eine Bullseye Skip Whip mit einer schönen straffen Spitze von 10 bis 40 Gramm. Da habe ich auch auf 3-4 Meter
Wassertiefe, Mörderanschlag. Die Zander haben es sofort reingetackert, das Häkchen. Und der Fisch hängt auch. Wenn ihr eher vom Barschen ausgeht, reicht natürlich auch vielleicht eine Solid-Tip-Spitze. Hier jetzt für unseren Kanal haben sich diese Routen mit einer straffen Spitze trotzdem der kurzen Wassertiefe oder geringen Wassertiefe als optimal erwiesen, weil man da auch die Zander schön mit verwerten kann. So, weiter geht's. Gleicher Köder bleibt dran. Ich zupfe jetzt zwar vielleicht ein bisschen weniger und hoffe mal, dass ich vielleicht einen Zander damit kriege. Dann wäre es natürlich richtig geil, wenn ich einen Zander noch auf die Kamera kriege. Drückt mir die Daumen, dass es weiterhin so funktioniert, wie es gerade läuft. Einmal Spotwechsel bzw. Seitenwechsel. Ich habe jetzt hier so gut 500 Meter, 400 Meter hin und zurück einmal abgelegt. Den Barsch, den Zetti. Dann habe ich eben nochmal eins verkackt, aber ich glaube, das war auch ein Barsch. Ich weiß nicht, ob der so groß war, aber zappelt ziemlich. Eigentlich nicht schlechte Ausbeute für eine Strecke von 300, 400, 500 Metern. Gucken wir mal, ob es auf der anderen Seite genauso läuft. So Leute, es ist unfassbar. Ich bin jetzt wieder auf die andere Seite gegangen, weil hinten keine Bisse mehr waren und schon scheppert der nächste dicke Barsch hier rein. Unfassbar. Wieder so eine Kratur. Um die 40, tippe ich mal. Leute, es ist unfassbar. Jetzt ist der zweite Ü40 Barsch hier drauf gerappelt. Unfassbar. Einfach unfassbar. Ich habe selbst beim Werfen hier noch nie zwei Ü40 Barsche innerhalb so kurzer Zeit hintereinander fangen können. Jetzt vertikal an der Spundwand, unfassbar. Manchmal hast du einfach Glück an manchen Tagen. Unfassbar. Echt, mal gucken, ob ich noch einen kriege. Jetzt wäre natürlich noch ein Zetti noch schön. Hätte ich zwei Zettis, zwei Barsche. Richtig geil. Yes! So, da sind wir fast wieder am Ausgangspunkt. Zweieinhalb Stunden, drei Stunden angeln. Sensationelle Ausbeute, würde ich sagen. 40er Barsch, beziehungsweise 40,5. Kleiner 35, 36er Zander und nochmal ein dicker 42er Barsch. Vertikal an der Spundwand, ohne einmal geworfen zu haben. Unfassbar. Unfassbarer Tag. Mittags jetzt wieder zu Hause. Perfekt. Fazit. Kleinen Plan machen. Wann beißt die Fische in meinem Gewässer nicht am Kanalabschnitt? Genau die Zeit muss ich treffen, um vertikal an der Spundwand zu angeln. Da halten sie sich auf, da muss ich zupfen, um sie zum Biss zu überreden. Zweite natürlich wichtige Sache ist natürlich Wassertrübung, Köderfarbe. Klares Wasser eher natürlich, trübes Wasser immer ein bisschen schockiger. Ich hatte jetzt so eine Fire Tiger Design drauf, dann funktioniert das auf jeden Fall. Was gibt's noch zu sagen? Lasst euch nicht dran stören, wenn er die erste halbe Stunde oder Stunde keinen Biss bekommt.
Manchmal sind auch da ein paar kleine Phasen an der Spundwand, wo sie dann anfangen zu beißen. Manchmal liegen sie wirklich nur und chillen unten an der Wand und nichts funktioniert. Aber wenn er so ein bisschen gezupft bekommt, die Köder, und auch richtig aggressiv führt, so bei einer Wassertemperatur von 14, 15, 16 Grad, jagen die auch schon schön hinterher, wenn sie denn animiert werden, und dann kriegt er so schön einen Haken. Ich hoffe, euch hat das kleine Video ein bisschen gefallen. Ihr nehmt ein bisschen was mit für eure eigenen Gewässer. Einfach mal gezielt vertikal am Kanal angeln. Wir würden uns natürlich über ein Abo freuen, über die Kommentare sowieso. Gerne einen kleinen Kommentar unter dem Video lassen mit Fragen. Ich beantworte alles gerne. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal im nächsten Video auf unserem Kanal. Macht's gut und bis bald. Ciao.